So Leute, willkommen zu einer neuen Runde Shakes and Fidget. Und zwar habe ich meine Hausaufgaben gemacht und zwar habe ich versucht, einiges zu verbessern in diesen LP, denn zurzeit steigen ja sehr viel die Aufrufe. Das finde ich ziemlich klasse und ja auch die Kommentare auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ich habe gerade die Stadtwache beendet, wie man sieht. Guck mal, okay. Und wie man sieht, was habe ich denn hier? Keine Maus mehr? Das ist ja ein Pilz, ja. Ich habe den Mauszeiger angepasst, extra für das LP. Sieht etwas schicker aus, jetzt kann man sagen, ist von dem Spieletrend geklaut, aber ja, das macht das Ganze doch schon etwas ansehnlicher. Obwohl der Pilz mir noch nicht ganz so gut gefällt, da der etwas von der Textur nicht ganz so schön ist. Ich werde mir vielleicht mal selber mit Photoshop mal so einen Mauszeiger erstellen. So, was stand an? Ich gehe mal auf die Gilde, ich glaube, da ist gerade ein Gilden-Raid. Gucken wir mal, jawohl, gucken wir mal, ob wir mitmischen können. Gehen wir auf Überspringen. Wie, das ist schon der. Achso, ich habe jetzt auf mein, genau, auf mich gesprungen. Das ist der Endgegner, ob ich ihn sogar töten darf. Das ist natürlich klasse. Der ist ja nur Stufe 70, also es sollte hinhauen, dass ich ihn jetzt kille. Ich weiche ja sowieso alles aus, wie man sieht. Und das ist der böse Todesseestern. Oh, der sieht auch böse aus mit seinem Maul hier. Oh, oh, oh. Der ist böse. Ebenso habe ich das Aufnahmeprogramm gewechselt, damit das Ganze hier ein bisschen besser aussieht. Ah. Jetzt fall schon um. Geblockt. Ja, kaum noch zwei, drei Treffer, dann bist du auch down, da kannst du nichts mehr machen. Ich als süßer Elf oder Elfin werde dich einfach vernichten. Ah, jetzt sieht's kacke aus. Also, oh, wenn er jetzt noch sehr viel blockt. Oh, oh, zum Glück ausgewichen, sehr gut. Das ist auch sehr gut. Ah, ja. Oh, das sieht noch eine knappe Geschichte. Nein, oh, ja. Das war am Ende sogar noch ein Crit. Und ich habe ihn gekillt. Schon zum zweiten Mal. Ich glaube, jetzt bei beiden Raids, bei beiden Gilden-Raids, habe ich den letzten Erkina gekillt. Das wäre natürlich klasse. Okay, wir haben ganz viel Erfahrung bekommen. Und haben jetzt das Ganze hier auf 106% gepusht. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Meine ganze Abenteuerlust ist aufgebraucht, wenn man hier sieht. Ich habe alles rausgeballert, also 300 habe ich rausgeballert, wenn man hier sieht. Und ich habe mir Pilze gekauft. Ich habe ja mal von einem Abonnenten, der nicht, wo ich den Namen nicht nennen soll. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß ja, wer gemeint ist. Und nochmal danke dafür. Habe ich ja eine 50 € PaySafeCard bekommen für die Pilze. Dann habe ich mir hier 1500 Pilze gekauft. Jetzt sind beim Epic-Event ziemlich viele rausgehauen und zurzeit ist ja hier 20% Pilze fürs Geld. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mal ein paar. Ich bin ja nicht nur auf meine Abonnenten angewiesen, dass die mir das Ganze kaufen, damit wir auch weiter mit Pilzen versorgt sind. Zurzeit brauche ich ja eigentlich keine, vielleicht nur ein paar für die Dungeon-Versuche und dann für täglich braucht man, glaube ich, 9 für die Abenteuerlust, denn man bekommt, glaube ich, zu 100% immer einen Pilz, wenn man 100 Abenteuerlust macht. Also verbraucht man pro Tag 9 durchschnittlich, dann plus die Dungeon, die man noch verbraucht, dann quasi mehr. Wir gehen nochmal auf meinen Charakter und man sieht, ich bin jetzt Stufe 72 und da hüpft das Sammelalbum. Ich habe etwas Neues bekommen und hier sieht man auch die Prozente. 49,35% sind nicht viel. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, das ist meine erste Runde, Shakes and Fidget und das mit dem Sammelalbum, tue mich ziemlich schwer, muss ich sagen. Ich muss daran noch arbeiten. Wenn ich immer auf Krieger gehe, oh, hier alle Waffen noch frei. Ich muss gezielt anfangen, die Leute rauszusuchen, die diese Waffen haben und dann angreifen. Wenn ihr Tipps habt, wie man das am besten machen kann, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also über Tipps bei Shakes and Fidget, da freue ich mich immer. Ich lese natürlich jedes Kommentar und das würde mich wie gesagt freuen. Sammelalbum, also vielleicht mache ich extra mal ein Video, wo ich dann nur versuche, beim Sammelalbum ein bisschen voranzukommen und das Ganze hoch zu pushen, denn das ist schon viel, was so ein Sammelalbum macht, ne? Wenn ich jetzt 50% habe, 50% mehr XP, das ist natürlich ziemlich viel. Ich möchte gerne 60, 70, 80% haben, damit ich richtig mit den Leveln reinhauen kann und richtig im Rang steigen kann. Wie man auch sieht, ich gehe bei meinen Tavernenquests, bei meiner Abenteuerlust meistens auf Erfahrung, da ich gerne einfach steigen möchte. Also mein Ziel ist doch wohl Top 100, ist das machbar? Ich weiß es nicht. Das ist ja Server 22, der ist noch nicht so alt. Ich glaube, ein Monat ist er jetzt alt. Und ich habe ja nicht von Anfang an gespielt. Ich habe ein paar Wochen später angefangen, weil ich dann erst auf dieses Spiel gestoßen bin. Ja, und Rang 482, ich habe die erste Zeit ohne Pilze gespielt und jetzt habe ich mit Pilze und da steigt man doch ziemlich krass im Verhältnis. Und der hat nur zwei mehr, den greife ich jetzt an. Den greife ich jetzt an. Der hat Maschinengewehr.
Und locker gewonnen. Jetzt sind wir wo über dem, oder? Ja, natürlich. Jetzt haben wir es geschafft, haben ihn nach unten gedrückt. Ja, was noch? Und zwar über Post. Ich habe Post bekommen von einem Abonnenten. Das finde ich natürlich richtig klasse. Und zwar hat er mir eine Frage gestellt. Hi erstmal, du machst geile Videos und dafür danke. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auch einen anderen Server mitmachen willst. Wir wollen nämlich den Server rocken. MFG, Fablan, PS, bitte schreib zurück. Ich kann auch hier antworten. Ich hoffe mal, er sieht das. Und zwar erstmal danke dafür, dass du mir geschrieben hast. Und ich werde natürlich jede Nachricht, die hier kommt, darauf antworten. Andere Server, das ist so eine Frage, wo ich rüber schon mal sprechen möchte. Denn, ja, andere Server möchte ich auch spielen. Ich weiß nur gar nicht, wie das funktionieren soll, auf zwei, drei Servern gleichzeitig meine 300 Abenteuerlust fertig zu machen. Denn, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich passt. Zwei Server könnte passen, drei wird schon ziemlich hart. Denn ich mache eigentlich ziemlich viel Abenteuerlust auf der Arbeit mit meinem schönen Handy, meinem Android-Handy, was ich extra jetzt genommen habe dafür. Mein Samsung Galaxy S2, natürlich nicht S3. Obwohl ich mir überlegen bin, S3 zu kaufen. Nein, S2 mache ich die Abenteuerlust und da muss man mal schauen, ob das mit zwei, drei Servern gleichzeitig die Abenteuerlust zu machen, mit so einem Handy zwischendurch auf der Arbeit, das wird schon hart. Muss man mal schauen. Was mich auf jeden Fall reizt, wäre, mal bei einem Server zu starten, der komplett neu ist. Das heißt, vom ersten Tag an durchgehend 300 Abenteuerlust. Und dann will ich mal versuchen, ganz oben mitzuspielen. Da ich von der Erfahrung her nicht ganz so gut bin, beziehungsweise noch nicht so lange das spiele hier, weil es wie gesagt meine erste Runde ist, wird das schwer, aber ich möchte es einfach mal testen. Natürlich dann mit Pilzen und dann reinhauen und dann versuchen, in eine gute Gilde zu kommen. Zum Beispiel wie hier, die beste ist natürlich hier Pandora, wo man drauf gehen kann. Die haben hier 126% und nehmen nur auf Leute mit 100 plus 300 Abenteuerlust, 50% Mod und 80% Sammelalbum zum Beispiel. Ist natürlich schon viel, da könnte ich nicht mitmischen mit meinen hier 49,47% und mit meinen Level 72. Ja, da brauche ich nie mitmachen. Und dann will ich mal versuchen, dort, wenn der Server neu da ist oder irgendein neuer Server kommt, Server 23, ich weiß ja nicht, wann die Server kommen. Also ich habe keine Ahnung, wann neue Server online gehen. Ob das wird bestimmt im Forum oder auf der Homepage irgendwo angekündigt, aber ich habe es wie gesagt noch nicht mitgemacht. Ich bin neu in diesem Spiel und wir werden mal schauen, wie sich das Ganze denn so entwickelt. Ja, wir können ja mal ein paar Dungeons versuchen, würde ich mal sagen. Vielleicht, erstmal, ich habe 56.340 Gold, deswegen können wir ein bisschen skillen. Ich habe ein bisschen angespart, hier habe ich noch ein paar Epics. Ich weiß gar nicht, soll man sich die aufbewahren für das Klo später? Lohnt sich das? Sind noch ziemlich viele Level, ne? Bis zum Klo. Ab Level 100 kann man ja ins Klo. Ich weiß es nicht. Ich werde mir die erstmal aufbewahren, solange ich noch einen Slot frei habe. Und dann fangen wir mal an zu skillen. Und ich habe ziemlich viel Ausdauer und Glück. Ich fange mal an, hier ein bisschen Geschick reinzuballern. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt alles in Geschick reinhaue. Mein ganzes Gold, was ich heute verdient habe, haue ich jetzt einfach mal da rein. Denn ich möchte da mal ein bisschen mehr Damage machen. So. Den Rest vielleicht noch hier drauf. Ein bisschen. Ein bisschen Int. Ist immer gut. Und jetzt können wir versuchen, den Dungeon zu schaffen. 9 von 10 ist dieses Viech. Ich glaube, da habe ich eine höhere Chance, das zu killen wie bei dem anderen Dungeon. Gucken wir mal. Ein Geschickgegner. 1800 Geschick und 1600 Ausdauer. Ich hätte natürlich alles mehr wie ich. Alles. Ich habe mehr Glück. Warum habe ich mehr Glück? Habe ich schon so viel Glück geskillt? Und das ist natürlich hart hier gerade. Also, ich glaube, das wird nicht. Ich komme nicht mal unter 50%. Nein, das brauche ich gar nicht versuchen. Nochmal den anderen Dungeon vorbeischauen. Was kann der so? Der ist auch geschickt. Oh, der geht schon weiter runter. Oder war es nur Glück? Ich glaube, es war nur Glück. Hauen wir ein paar Pilze rein. Mal gucken. Oh, was war das denn für ein Versuch gerade? Habt ihr das gesehen? Der ist fast drin, aber nur fast. Nein, das wird auch nichts. Nein, brauche ich auch nicht weiter versuchen. Das wird auch nichts. Dann sind die Dungeon erstmal abgehakt. Ich vielleicht einen neuen Schlüssel. Der kranke Baum, ich weiß gar nicht, ab welchem Level. Vielleicht ab Level 80 oder sowas kann ich einen neuen Schlüssel bekommen. Müssen wir mal schauen, vielleicht sogar morgen, vielleicht schon ab Stufe 70 konnte man den bekommen. Und dann werden wir mal den Dungeon versuchen. Zurzeit, die beiden Dungeons sind zurzeit leider nicht machbar. Da muss ich noch ein bisschen bessere Items bzw. mehr skillen, denke ich mal. Obwohl ich von den Items her ja komplett epic equipped bin, ne? Ja. Also das Ziel ist in der nächsten Zeit erstmal dann das Sammelalbum aufzufrischen bzw. weiter zu pushen und da höher zu kommen.
Und dann weiterhin die 300 Abenteuerlust am Tag zu machen. Und nochmal die Frage hier, auf alten Servern, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Lohnt sich das wirklich auf alten Servern noch zu joinen und da versuchen irgendwie noch hochzukommen? Ich meine, die alten Server, wie lange laufen die? Ein, zwei Jahre? Das ist natürlich so eine Sache, ob man da noch dann versuchen sollte reinzugehen. Was hat er denn im Sammelalbum? 38%. Aber ich glaube, hier ist er ohne Pilze unterwegs, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall so aus. Naja, was hat er für eine Gilde? Ink. Die Ink-Gilde. Oh, ein 97er. Was hat der denn? Der hat nicht geblättert. Nein, hat er nicht gemacht. Haben auch viele geschrieben, hat sich nicht gelohnt zu blättern. Hat es vielleicht auch nicht, aber egal. Ich habe es einfach mal gemacht. Ich wollte es mal testen, deswegen habe ich es probiert. Hier mein Greif habe ich auch natürlich verlängert. Und wir stehen zurzeit bei 43 Dungeon-Tage in der Gilde. Schreiben schon welche, hey Zuschauer, nette LPs, finde ich auch ziemlich klasse hier, dass schon jemand schreibt wegen LPs. Oh, ich habe heute gerade eben vor einer halben Stunde oder was, habe ich mein hier geändert. Mein Charakter Text, so wie man das nennt. Let's Plays von Shakes and Fishes Server 22 auf so und so. Und der erste schreibt schon in der Gilde nette LPs. Ich schreib mal danke. Und was noch zu besprechen? Ja, nochmal zu den Aufrufen. Mir ist aufgefallen, dass die Aufrufe so weit nach oben gepusht worden sind. Entweder lag das daran, dass ich jetzt in dem Titel Server 22 reingeballert habe. Und die Leute danach gesucht haben, nach Server 22, nach Videos, oder einfach durch das Epic Event. Und ich habe ziemlich viele Abonnenten auch gewonnen, das ist auf jeden Fall ziemlich klasse. Ich fühle mich so, als wäre ich gerade neu auf YouTube. Ich habe ja schon aktive, beziehungsweise, es kann man schon sagen, erfolgreiche, aber ich habe ja schon ein paar Channels, so mit 8000 Abonnenten, mit 4000 Abonnenten. Und zurzeit fühle ich mich so, als wäre ich ganz neu auf YouTube, fange neu an und will wieder hochkommen. Das wäre natürlich klasse. Und einer hat auch geschrieben, vielleicht blende ich den Kommentar hier auch ein, vielleicht auch nicht, wenn ich es nicht vergesse, dass er mich findet, ich bin besser wie iWeapons, den ich gar nicht kenne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal reingeschaut, der macht auch nur LPs von Shakes and Fidget und ich mache Konkurrenz zu Spieletrend. Das ist natürlich ein großes, oh, ich habe gerade schon gekämpft. Das ist natürlich ein großes Kompliment, den schaue ich selber, also alle Leute, die Shakes and Fidget spielen und was auf YouTube zu tun haben, ja, sprechen muss auch gelernt sein. Die, denke ich mal, gucken auch Schilling bzw. Spieletrend. Dankeschön für dieses positive Feedback. Und ich werde versuchen, jeden Tag weiterhin Shakes and Fidget Videos rauszuhauen. Und wie ihr schon seht hier, ich versuche auch die Qualität und so weiter hoch zu halten oder immer zu verbessern, sodass ihr immer wieder Spaß habt, weiterhin meine Videos zu schauen. Ich stelle jetzt die Stadtwache hier auf 10 Stunden, 6:44 Uhr. Ja, ich bin schon 6:44 Uhr wach. Nein, ich bin schon eher wach. Ich stehe schon um 4 Uhr auf. Ja, und ab 4 Uhr fange ich an mit meiner Abenteuerlust auf der Arbeit. Und meistens, wenn ich von der Arbeit wieder bin, muss ich nur ein paar Stündchen noch zu Hause Abenteuerlust machen. So eine Stunde, dann ist sie fertig. Das ist der Vorteil, wenn man ein Handy hat, wo man die Abenteuerlust machen kann. Das soweit zu diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.